bin immer wieder beeindruckt von den Dimensionen der Maschinen, die wir herstellen. Bei den MAN Energy Solutions bauen wir sehr grosse Kompressoren, die 24 Stunden am Tag laufen, während 365 Tage im Jahr ohne Unterbruch. Wir beschäftigen uns mit Energie bzw. Energieversorgung. Energie ist äußerst wichtig für die Menschheit und sichert Wohlstand und Wachstum. Der Anteil an erneuerbarer Energie steigt und das bringt Herausforderungen mit sich. Das heisst, es wird nicht unbedingt dann Strom produziert, wenn der Verbrauch auch da ist. Eine Lösung ist, dass man die überschüssige Energie speichert. Und genau dort setzt unser ETS-System an, das sich momentan in der Planungsphase befindet. ETS funktioniert im Prinzip wie ein Kühlschrank. Es wandelt überschüssigen Strom um in Kälte und Wärme und kann so gespeichert werden. Die thermische Energie wird entweder so weiterverwendet, sie kann aber auch rückverwandelt werden in Strom. So kann man den Engpass der erneuerbaren Energien entgegenwirken. Ich bin verantwortlich für die Entwicklung und Vermarktung dieses Systems und dabei sind wir international unterwegs und das gefällt mir. Unsere Firma befindet sich mitten in der Stadt Zürich. Den Standort finde ich optimal. Ich wohne hier und habe auch schon hier studiert. Die ETH hat mich bestens auf meinen Beruf vorbereitet. Immer mehr Menschen leben in der Stadt. Der Energiebedarf ist dementsprechend gross. Ich will weiterhin an innovativen Lösungen arbeiten, die die Energieversorgung sicherstellen. Und zwar weltweit.